Schön, dass ihr dabei seid. Heute zeige ich euch eine weihnachtliche Tischdekoration. Vorbereitet habe ich schon ein bisschen was. Ich habe eine Tischdecke gefunden. Ich möchte sie in grün-weiß machen. Eine passende Tischdecke. Dann ein Aludraht. Das sind ca. 9 Meter. Und diese Betonteile, die ich ja selbst gefertigt habe. Das habe ich ja schon mal in einem Video erklärt. Das ist ein Einwegglas mit Beton gefüllt und ein Wasserröhrchen. Zwei Windlichter und solche Tannenbäume aus dem Depot. Dann noch ein paar Sterne und Kiefernadeln. Individuell, das ist jetzt auch das erste Mal, dass ich es mache. Ich weiß jetzt nicht, wie es rauskommt. Da lassen wir uns einfach überraschen. Die Gefäße stelle ich einfach so ein bisschen wild hier auf den Tisch. Mein Tisch ist 2 Meter lang und 90 breit. Mit Schnittblumen werden die Wasserröhrchen auch gefüllt. Dafür habe ich weiße Blüten, einmal Fräsien und einmal Lysianthus. Ich möchte es ziemlich in einer Linie halten. Ja, so. Jetzt möchte ich den Draht vorsichtig so ein bisschen hier drüber spannen. Ich habe das auch vorbereitet. Das sind immer so 1,50 Meter und dann immer wieder ziemlich lang auseinander spannen und unten so festknoten. Nicht, dass jetzt da die Wasserröhrchen verrutschen. So, hier hinten auch noch ein bisschen festknoten, ganz vorsichtig. So, diese Bäume, die setze ich jetzt einfach irgendwo dazwischen. Und diese Teelichter. So. Dann die Blumen. Schön. Einfach in der Länge kürzen und in die Bäschen füllen. Unterschiedliche Höhen und Tiefen. Fräsien, die duften ein bisschen. Es gibt jetzt bestimmt schon bald Tulpen vor Weihnachten. Das ist ja das erste Mal, dass es Tulpen gibt. Immer so kurz vor Weihnachten. Fängt schon an mit dem Frühling. Ich habe jetzt 12 Bäschen, also 12 Bäschen mit dem Beton, 12 Stück sind das und 3 Fräsienblüten und das waren jetzt 5 Stiele Lysianthus. Ich weiß auch nicht, ob wir sie alle aufbrauchen. Schon.
soll so eine kleine Winterlandschaft werden. Toll, richtig tolle Blüten. Und die halten super. Also Lysianthus ist sehr, sehr dankbar, sehr haltbar. Hat man lange was davon. Die Wasserröschen halt zwischendurch nochmal auffüllen mit Wasser. Wenn man Gäste hat, kann man das auch gerne den Gästen dann mitgeben. Auch ein nettes Geschenk. Chaos beiseitigen. Und jetzt möchte ich die Kiefernadel noch so ein bisschen dazwischen ziehen, in den Draht hinein. Ganz wild durcheinander, einfach so. Wie immer Kiefernadeln von Floristen. Da könnt ihr euch bestimmt was abfüllen lassen. Also das gibt es immer in so einem Beutel. Und wenn ihr in euren Blumenladen geht und einfach danach fragt, manchmal, manche Floristen bündeln es auch schon vorrätig. Habe ich vor kurzem noch in einem Laden gesehen. Die haben solche kleine Bunten zum Verkaufen. So, ich sehe es jetzt leider nur von der Seite. Ich husche mal auf die andere Seite und gucke es mir von der Seite noch an. Ja, schön wild. Gut. Möchte ich noch die Sterne so ein bisschen dran kleben. Dann brauche ich die Klebepistole. Den neuen Klebestick. Und die sind einmal hell. Ich glaube das helle. Das gefällt mir ganz gut. Auch zu der Tischdecke. Na, die sind nicht alle. Das ist jetzt nur von der Seite so hell. Ein bisschen auf den Draht kleben. Die habe ich jetzt auch im Depot gesehen und mitgenommen.
Ja, noch ein paar kleine. Da gibt es einen Beutel mit unterschiedlichen Größen. Gerne auch auf den Betonstein was kleben. Gerade die kleinen. Fertig, ich hoffe, es gefällt euch. Ihr könnt es ja auch in einer anderen Farbe machen oder mit Material, was ihr einfach zu Hause habt. Jeder hat irgendeinen Krusch daheim. Und diese Teile sind wirklich, das ist auch echt eine günstige Sache mit dem Beton. Ihr müsst euch halt einfach nur im Bastelladen diese Wasserröhrchen besorgen. Oder bestellt im Internet. Da gibt es gleich 100er Packs. Das war's von mir. Wer noch kein Weihnachtsgeschenk hat, weiß ja, es gibt es immer noch. Eingang um die Ecke. Auf www.eingangumdieecke.de könnt ihr es gern bestellen. Würde mich freuen. Und auch Resonanz gerne. Also, wie es euch gefällt. So, das war's jetzt wieder von mir. Bis nächstes Mal. Ade!